Stell dich doch mal vor. Also ich bin die Anna, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Mühldorf und habe schon viel mit Jugendlichen zusammengearbeitet. Wer bist du denn? Ich bin die Elisa, bin ebenfalls 18 Jahre alt, komme auch aus Mühldorf und habe schon seit 4 Jahren mit Jugendlichen zusammengearbeitet, entweder auf Freizeiten, also quasi als Betreuerin, oder auch beim Kreis Jugendring, wo ich mein freiwilliges soziales Jahr mache, das Jugendradio Hörarena betreue und auch beim Schenkerhallentheater mitspiele oder mitwirke. In welchen Bereichen warst du denn schon mit Jugendlichen tätig? Also ich war insbesondere im sportlichen Bereich mit Jugendlichen tätig, sowohl als Trainer als auch als Betreuer auf diversen Sportcamps und ja. Und was hältst du von Jugendarbeit, speziell von internationaler Jugendarbeit? Also Jugendarbeit ist wirklich sehr wichtig, auch die internationale Jugendarbeit. Die Jugendlichen lernen dabei einfach Werte kennen, die sie in der Schule vielleicht nicht so gelehrt bekommen. Sie lernen ein neues Umfeld kennen, sie werden selbstständiger, lernen Verantwortung zu übernehmen und werden auch bodenständiger. Was hältst du denn von der internationalen Jugendarbeit? Ja, also ich finde internationale Jugend, also im Allgemeinen Jugendarbeit, aber vor allem auch internationale Jugendarbeit sehr wichtig. Einerseits, weil man einfach, ein Jugendlicher braucht eine sinnvolle Beschäftigung und da bietet sich einfach die Möglichkeit, sich eben sinnvoll zu beschäftigen, sich einzubringen in die Gesellschaft, neue Freunde kennenlernen und auch was fürs Leben zu lernen. Und vor allem international finde ich sehr wichtig, weil es einfach in jedem Land unterschiedliche Sitten gibt und auch unterschiedliche, ja, Betätigungsfelder, nennen wir es jetzt einfach mal so, unterschiedliche Möglichkeiten auch, sich auszuleben. Und wenn man das alles zusammenbringt und kombiniert und da jeder von jedem Land mal was mitkriegt, finde ich das schon sehr sinnvoll.